95 PS. Ja, was können wir erzählen zu diesem Fahrzeug, außer dass es super aussieht? Ferrari baute den Dino 246 von 69 bis 74. Die Karosserie entwarf Aldo Gavalone für Pininfarina. Und der Wagen, statt des für den Ferrari typischen 12-Zylinder-Motors, hat einen V6-Zylinder. Er wurde nicht als Ferrari, sondern unter der Marke Dino verkauft, die nach dem Rufnamen von Enzo Ferraris Sohn benannt ist. Das sehen Sie auch vorne nicht. Das Ferrari-Logo auf dem Auto, auf dem Motorraum, sondern eben in gelb und blauer Schrift der Name Dino. Das BMW Sport-Cabriolet bei 27328 ließen die bayerischen Motorenwerke von 38 bis 40 in ihrer zweiten Generation und Einzelner bauen. Die Karosserie lieferte der Berliner Hersteller MG Quad und sie wurden damals in der Porsche 356 Pre-A Coupe aus dem Jahr 52. 40 PS für die Kategorie Early Post-War Internationality. Und der Porsche 356 ist, Sie wissen es wahrscheinlich, das erste Serienmodell von Porsche. Die Typbezeichnung 356 für den Sportwagen ist die laufende Nummer dieser Porsche-Konstruktion. Als Geburtstag dieses Autos gilt der 7.7.48. Und dieser Porsche wurde restauriert und zwar unter Berücksichtigung des Erhalts möglichst viele Originalteile. Es ist noch der originale Motor verbaut und die unterliegenden Stoßstangen und die 16 Zoll Räder weisen auf die Motorform des Porsche 356 hin. Nachgerüstet wurden die zeitgenössischen Spitzer Sportsätze gefahren. Der 330 America gehört zur Karosseriebauform 250 GTE, also ein 2 plus 2 Coupé. Die letzten 50 von insgesamt 950 dieser Fahrzeuge wurden ab Werk mit dem 4 Liter Motor ausgestattet und erhielten die Bezeichnung 330 America. Das hier gezeigte Auto ist das dritte Fahrzeug von dieser Sonderserie. Der Wagen wurde nach 45-jähriger Standzeit zerlegt, gereinigt und konserviert. Der Erstlack ist zu 95% erhalten. Das ist auf die letzten Profis-Modellen. Hier, Francis, werden durch die sehr, sehr sportliche Fahrzeuge, das hier ausgestellte HP 18 Sports Cabriolet, war eines von nur 460 gebauten Autos. Nicht so schnell, die Herrschaften. Nicht so schnell, die Herrschaften. Das ist meine Frau, die ist so schnell. Ich kann immer nur die Bremse ziehen. Was ist denn das, was Sie da fahren? Ein Velocar aus Paris. Ah, sehr schön. Der Herr Mouchet hat es gebaut. Ach, echt? Dann ist das ja sehr alt. Ja. Das sagen Sie mal. Aus den 30ern. Ah, sehr schön. Und das packen Sie in Ihren SUV hinten rein? Oder ja, Gott sei Dank nicht. Nein, wir sind ja mit dem Rad hier. Also, okay. Vielen Dank. Gerne, viel Spaß noch. Ja, die bleibt hier stehen, ja? Ja, dieses Ding ist drauf abgestimmt, dass wenn der schnell nach innen läuft, stoppt der sofort. Das sind die späteren Platten. Die haben hier so einen Groove, nennt sich das, so eine Art Rille nach innen, ja? Und der stoppt einfach hier an der letzten Rille. Und da merken Sie, das ist eine alte. Auch die, sehen Sie, der Rand ist viel dicker, die Platte ist dicker. Das ist, ich sag mal, 26. Vom Gefühl her ist die 26. Ob die jetzt, also da will ich Ihnen aber jetzt kein Ei drauf ablegen. Einfach vom Gefühl her. Und es wird nicht so toll, ich sag's Ihnen, es ist nicht der Charleston, es wird nicht so toll. Ne? Freuen Sie sich nicht auf so. Also wie ist der Sound? Jetzt dürfen Sie eine Dame zum Tanz auffordern hier. Aber das ist ein Foxtrot, wer jetzt Foxtrot kann, aber das ist so hat man dann Foxtrot getanzt im Grunde genommen, da können Sie auch Turkey Trot oder sonst was tanzen. Tanzen Sie den Foxtrot? Tanzen Sie den Foxtrot? Foxtrot tanzen? Nee. Dann nehmen wir mal die andere. Will jetzt keiner. Mir ist das egal, ich tanze das, das ist kein Problem. Ich habe auch nur diese Galoschen an, das sieht nicht aus. Weil der Rasen noch nass ist, gleich wenn ich mir die ausziehe.
Hat er noch genug gelüftet? Ja. Reicht. Der wird hier nicht richtig heiß, das geht schon, aber... Riecht ja viel Luft hier. Ja, Gott sei Dank. Ja, die Klappe fehlt noch. Die Klappe fehlt? Ja, ist noch nicht fertig. Da gab es eine Klappe dazu, aber die gefällt mir nicht. Also, mache ich mal. Soll ich ihm was sagen? Der sieht so besser aus. Das stimmt. Das stimmt. Nach gerade zurück, dann ist es genau richtig. Einsteigen funktioniert dann gut. Das Einsteigen ist gar kein Problem, weil ich relativ groß bin. Ich komme mit meinen langen Beinen da erst gut rüber. Erst die Beine rein, ne? Bitte? Erst die Beine rein. Ja, das ein und dann so. Das ein rein. Jetzt wieder rein. Und dann das, und das so. Dann sitzt man drin. Ja. Raus ist das eine andere Geschichte, das ist klar. Aber dann komme ich ja von weiter unten nach oben. Aber auch das geht natürlich. Aber es ist, sagen wir mal, jetzt in... Das ist nicht so meiner einer nicht mehr ihre, ja, in ihrer Größe sind sie natürlich hier oben. Ja, das ist die Übung ist oben auf. Ja. Ich bin eben fast auf die... Das ist geflogen, als ich auf der anderen Seite ausgestiegen bin, weil ich normalerweise nie im Beifahrersitz sitze. Das ist halt. Ich habe mal einmal versucht, weil ich kann von der einzigen Position her ähnlich in einen BMW C1 einsteigen. Ja, dann müssen wir die Tür aufmachen, weil in der Kurve geht nichts. Und dann hauen wir den Kaffee. Die allermeisten sagen ganz vorsichtig, ja, also pass auf, so und so. Also wisst ihr Bescheid, dann hoch und batsch. Fahren Sie beide? Für den Kopf. Fahren Sie beide? Sind Brüder. Ja, sind wir. Ja. Das ist ein gemeinsames Projekt, oder? Nein, wir haben das. Das Auto ist schon seit Mitte der 70er in der Familie. Ja. Der Vater früh im Grunde als normalen Gebrauchtwagen. Und ist den dann jahrelang gefahren, ist mit dem auch Oldtimer-Rennen gefahren. Ich hab doch hier stehen. Und Kitzbühel-Rallye zum Beispiel. Ja, aber auch Ja.
ruhig an. Nur wenn Sie mir gleich mal diese Leine hochhalten. Die Leine? Wo? Hier? Ja, natürlich. Ja, kommen Sie mal. Ist das schon los? Ja. Stocken hier. Ist das denn hoch genug wohl? Jo, das passt. Was de facto natürlich richtig ist, weil er angepackt
gesagt haben, dass dieses Event zustande gekommen ist. Ladies and gentlemen, thank you to all these supporting events this event. Aber habt ihr ganz toll gemacht, echt super. Ja, schon zum Teil schon. Ja, ja.